Mit Unterstützung der Verbanner überlebte Captain Pennington die Meuterei. Jetzt müssen die, die überlebt haben, alte Sünden hinter sich lassen und sich um die Zukunft kümmern. Mit Pennington oder ohne ihn. Denn der Kapitän sieht keinen Silberstreif am Horizont hinter den dunklen Wolken seiner Vergangenheit. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Neue Spukermittlungen sind jetzt in New Eden verfügbar. Öffne deine Karte, um herauszufinden, wo sie sich befinden. Wir haben noch ein Upgrade. Ah, okay. Sehr schön. Nehmen wir gerne, sogar ein doppeltes Update. Perfekt. Und ja, sonst haben wir nichts. Das mit der Entwicklung hatten wir ja schon mal. So, Trauer und Groll. Geh zu den Ecken. Die Frage ist jetzt, können wir da auch irgendwie hinporten? Ich denke, doch, das heißt, dass wir schon mal zerstörte Brücke Unterschlupf, dass wir schon mal hier waren. Und da unten ist das Ziel. Okay. Also, zerstörte Brücke. Da müssen wir hin. Kann man das direkt über die Karte machen? Oder muss ich hier... Moment, ich... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einmal, doch einmal, glaube ich, bin ich schon mal gereist, oder? Zerstörte Brücke, da. Achso, ja, wenn man nicht X drückt, kann man auch nicht reisen. So. Jetzt haben wir noch 300 Meter in die Richtung. Trauer und Groll. Ja, das hört sich irgendwie nicht so gut an. Was ist denn das hier oben? Sehe ich jetzt gerade. Und da hinten ist auch noch irgendwas dran gewachsen. Achso, hier. Das können wir auch direkt mal mitnehmen. Ich denke mal, die anderen Sachen sind jetzt auch wieder zurück, oder? Da müssen wir dann doch mal ein bisschen die Augen Ausschau halten. Ist das jetzt der Weg, was uns wohl als nächstes erwartet? Dem wir gekommen sind? Es wird jedenfalls nicht leicht. Wir haben eine Verbündete und Freundin verloren. Und der Nachtmahr ist überall. Tja. So ist das nun mal. Ne? Gerade wenn man so gefährliche Dinge tut wie... kämpfen und überleben wollen. Da hinten kann ich wieder was runterschießen. Und was höre ich hier doch? Ah, da unten drunter. Ja, geh bloß nicht an der Fackel vorbei. Nee, wieso kann ich... gerade sagen, wieso kann ich von hier aus nicht schießen? So, wir müssen nach rechts, aber ich muss links. Also ich muss nicht, aber es ist so prädestiniert für einen Überfall, ne, wenn ich das abgeschossen habe. Da gehen wir wohl nicht lang. Dieses Land braucht bessere Brücken. Sonst wird das nie was. Habe ich da jetzt gerade irgendwas gehört? Es hat sich angehört wie so laute Schritte, so ein Stampfen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil ich eben irgendwas mit Troll gelesen habe, statt Trauer und Groll. Man weiß es nicht. Das sind dann wohl die Harrows. Was für ein einfallsreicher Name. Klingt doch hübsch. Ah.
hübsch zum Kämpfen, so wie es hier aussieht, ne? Aber das ist doch der Weg. Nee, das ist nicht der Weg, den wir schon mal gegangen sind. Wir sind nicht übers Wasser gegangen. Nee, nee. Ich glaube nicht. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Nö, kein Thema. Ich schaff das auch alleine. Diese dummen Sprüche. Weißt du, ich kämpfe mit ihr und bin gerade fertig mit dem Kampf. Du kannst mich auch um Hilfe bitten. Oh. Das triggert mich irgendwie, aber wirklich im negativen Sinne in dem Fall. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner hier aus dem Sumpf gesprungen. Das kennen wir ja noch von The Witcher. So. Ich bin mal gespannt, wann wir denn mal zu den Ecken kommen. Achso. Okay, die sind hier. Ja, kein Thema. Aufgabe gestartet, Hexensuche. Das heißt, müssen wir unsere Freundin jetzt hier suchen, oder was? Also unsere... Da drüben. Ein Dock. Eine unterirdische Anlegestelle. Verbündete. Interessant. Kann ich das von hier aus machen? Ne? Ist zu weit weg, ne? Naja. Muss ich mir aber auf jeden Fall merken, dass da unten links was ist. Kann ich das von hier oben? Komme ich gar nicht mehr durch, ne? Na gut, dann schauen wir hier erstmal. Okay. Weiter geht's. Unsere Granate kümmert sich um alles. Was hier wohl damals angelandet wurde? Jedenfalls irgendwas Illegales. Ja, vielleicht habe ich auch einfach nur Verfolgungswahn. Ich weiß es nicht. Wenn ich sowas sage, kommt in der Regel ein Gegner. Nein, 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 nein. Ja, es war so klar. Ich wollte ja nichts triggern, verdammt. Sie lernen es einfach nicht, oder? Nicht dir helfen. Nein, alles gut, ich schaff das auch alleine. Also, ich weiß nicht, warum die das nicht wenigstens davor machen können, keine Ahnung. Aber mir war klar, sobald ich das Ding jetzt hier hole, dass da irgendwas passiert. Also ich dachte jetzt nur, da springt jetzt vielleicht einer runter oder so. Die Frage ist jetzt, erstens muss ich nach hier unten... Die mich jetzt gerade erschreckt. Muss ich nach hier unten oder muss ich nach da oben? Weil wenn ich jetzt da hoch fahre, komme ich wieder raus, ne? Dann bin ich hier komplett woanders. Aber da muss ich hin, so wie es aussieht. Dann gehen wir erstmal den Weg hier unten entlang. Weil ich will das Ding erstens noch wegschießen. Da ist noch ein Durchgang. Ich das liebe. Ja, das glaube ich dir. Du stehst total auf Gewalt, Kampf und überhaupt. Nein. Jetzt finde ich das Teil aber nicht mehr. Das war doch in der Ecke da irgendwo. Nee, Moment, das ist aber nicht das, was wir vorher hatten hier. Aua! Habe ich jetzt einen Balken über mir mit weggeschossen oder was war das hier gerade? Alter! Nicht dein Ernst! Nee, du sollst da nicht... Oh, ich dachte, du gehst da rein. Ja, ich hab mich verguckt gerade. Okay.
Haben wir noch was? Ach, das höre ich. Das höre ich die ganze Zeit. Sehr schön. Da hinten. Aber das ist doch trotzdem nicht das gewesen, was ich gesehen habe, oder? Da war doch noch eins da hinten. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das kann ich jetzt nicht mehr holen. Ach, das ist doof. Das ist wirklich doof jetzt. Gesellschaft der 100 Teilhaber. Ich glaube, das war eine Handelsgesellschaft aus Neufrankreich. Vor unserer Zeit. Dann ist die Höhle wohl schon eine ganze Weile lang verlassen. Ah, war vermutlich ein französisches Schmugglerversteck. Ah, Hallöchen. Okay, das können wir nicht kaputt machen, ne? Nein, okay. Aschgrauer Wirling. Ja, dann haben wir aber, glaube ich, alles, was wir so in dieser Höhle oder zumindest in diesem Teil hier der Höhle entdecken können. Entdeckt, würde ich sagen, ne? Das war nur eine Kammer. Ach so, halt, Moment. Ach, wir sind da runtergekommen. Genau, dann können wir doch hier nochmal hochklettern. Da. Ah, und genau wie ich gesagt habe, da hängt das Ding auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das kann man eh nicht kaputt machen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt können wir auf jeden Fall den Aufzug nehmen. Jetzt müssten wir alles haben, was wir hier holen können. Ich muss nur mal eben... Falls ihr das jetzt laut hören solltet, mal eben die Rollladen hier ein bisschen runter machen, weil sonst sehe ich gar nichts mehr. Irgendwie ist der Bildschirm hier gerade nur noch total hell. Ach, so sehe ich auf jeden Fall schon mal mehr. Okay, er hat gespeichert. Das ist nicht immer ein gutes Zeichen. Fahren wir erstmal hoch. Eigentlich ist das ja immer ein schlechtes Zeichen, wenn er speichert. Der ist aufgeladen, ne? Ja. Ja. Die Ecken erreichen. Ja, hat er direkt umgeschaltet. Das ist gut. Ich war nämlich noch ein bisschen besorgt, weil der die ganze Zeit stand, die Höhlen erkunden. Habe ich jetzt gedacht, müssen wir jetzt doch noch irgendwas finden, erreichen, wie auch immer. Leinen. Leinen finden wir, glaube ich, nicht so oft. Okay. Was ist man hier? Hier haben wir nichts zu mitnehmen. Ist das normal, dass hier der Boden so am vibrieren ist? Was war denn das gerade? Hallo? Ceridines Insel ist kein beschaulicher Ort mehr. Die Menschen werden sie vermissen, auch wenn sie nichts von ihrer Existenz wussten. Tja. Wie das immer so ist, ne? Die Hexen agieren im Hintergrund und tun viel Gutes. So, die Ecken haben wir entdeckt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Also anscheinend nur dieses Gebiet hier. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwas Besonderes, aber... Oder vielleicht kommt hier gleich noch was. Oh oh. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Da ist noch einer. Aber keine gute.
Die schon. Ich stehe bereit. Oder doch nicht so. Na gut. Lassen wir erstmal die Frau die ganze Arbeit machen. Wenn die versagt, können wir noch angreifen. Also eingreifen. Eingreifen und angreifen. So. So. Das können wir aber... Doch, das können wir auch noch kaputt machen, ne? Eigentlich doch. Gründung von Nueden. Haben wir hier noch was, was wir einsammeln können? Sieht nicht danach aus. Aber das war wieder so prädestiniert dafür, ne? Also, man hat schon nach wieder... Nach den Ereignissen im Vor frage ich mich, was uns wohl in den Harrows erwarten wird. Wir können jede Brücke überqueren. Werd nicht übermütig. Oh, das bin ich nicht. Ich verlasse mich auf dich. Du kannst dich nicht ewig auf mich verlassen. Das stimmt. Ich wollte eigentlich nur sagen, das war wieder so prädestiniert dafür. 5 Minuten hatten wir wieder keinen Gegner. Da kam eine offene Fläche, da musste ja eigentlich jetzt was kommen. Okay, da fliegen mir eindeutig zu viele von den Viechern rum. Das ist doch wieder irgendeine böse Stelle. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen... Theoretisch? Den Weg entlang. Ja, steht ja auch da oben. Genau, den Weg entlang. Das ist ein Fragezeichen-Orientierungspunkt. Wenn ich da hochgehe, kommen jetzt irgendwelche richtig bösen Gegner. 100 pro. Ja, natürlich. Und ich mache dann wieder das falsche Ritual und ich stehe dann wieder da. Nee. Aber ich kann schon mal hingehen und mal eben das Fragezeichen entwirren. Ein Schemen ist nah. Ein großer. Ich beschwöre ihn gleich. Ja, ja. Nee, nee. Dann mache ich wieder das falsche Ritual. Dann habe ich wieder meine ganzen Kräuter und alles wieder weg. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Aber den habe ich jetzt vorhin noch nicht gesehen. Den können wir hier nochmal eben abschießen. Kriegen wir doch bestimmt wieder Fell oder irgendwas für. So. Leinen. Ja, weil der Wolf Leinen verschluckt hat oder was. Okay. Unten. Ist das ein richtiger Weg oder ist das nur eine Sackgasse? Ja, da ist was zum Holen. Wahrscheinlich kommen hier auch noch ein paar Leichen. Oder vielleicht auch nicht, weil da oben ja was zum Beschwören ist. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch doch, weil hier einer tot ist. Oder auch nicht. Na gut. Der hatte nichts dagegen, dass wir seinen Leinen dann auch noch holen. Na gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal der Hauptstory nach. Sollten wir irgendwo mal unterlevelt sein oder so, können wir das ja immer noch nachholen. Ich dachte, da ist ein neuer Geist. Die Landschaft hier ist hübscher. Es gibt Felder und Weiden. Und das Wetter ist besser. Spürst du die warme Luft? Ich spüre sie nicht wirklich. Aber ich weiß, dass sie da ist. Mit etwas Anstrengung kann ich die Schönheit der Welt noch sehen. Es wäre schön zu denken, dass die wärmere Luft hier die Leute freundlicher macht. Aber da werde ich sicher enttäuscht. Vertrau deinen Instinkten, mein junger Lehrling. Sie werden dir gute Dienste erweisen. Ich weiß es nicht. Da ist schon wieder so eine Abwehr. Das gefällt mir gar nicht. Wieso kann ich das von hier aus nicht machen? Hallo? Deswegen. Natürlich. Da ist noch einer. Das war der, oder? Ach, der hat geschossen. Okay, der hat geschossen. Na gut. Da können wir durch.
Den können wir abschießen. Die Frage ist, können wir hier oben noch irgendwas machen? Beziehungsweise einsammeln vielmehr. Da können wir unten durch. Ne, da oben geht es dann weiter, ne? Ah, dann gehen wir erstmal kurz unten gucken, ob das jetzt nur so eine kleine Höhle ist. So ein Durchgang. Ich bin mir jetzt auch gerade noch nicht sicher, wo wir da eigentlich rum müssen. Ich glaube, wir müssen da hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir wirklich nicht sicher gerade. Red, ich kann mich plötzlich nicht mehr manifestieren. Das ist nicht gut. Irgendein Zauber hindert mich daran. Okay, also wir müssen die Geisterwache finden und zerstören. Ich verlasse mich aber ehrlich gesagt gerade sehr auf sie. Ach, das ist die Geisterwache. Ja, Moment. Aber wir haben hier auf jeden Fall auch was zum Porten. Also hoffe ich mal nicht, dass jetzt hier ein Gegner kommt. Etwas hält mich noch zurück. Hier in der Nähe muss wieder ein Geisterschutz sein. Wie, was? Noch eine? Geisterschutzvorrichtungen halten mich fern. Ich kann nicht. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall... Komme ich hier überhaupt nochmal raus jetzt? Nee. Ja, geil. Wie soll ich denn... Oder kann der hier durch... Ne, kann hier auch nicht durchklettern. Ach so, da. Ach, ich bin wieder so blind heute. Besser. Danke. Die Schutzvorrichtungen sahen recht neu aus. Eine Hexe? Wohl eher eine von den Huskers. Wir sollten vorsichtig sein. Ja. Das würde ich auch sagen. Wir aktivieren erstmal das Lagerfeuer. So, sehr schön. Muss ich noch irgendwas auffüllen? Eigentlich nicht, ne? Ich habe alles noch 4 Ladungen auf und... Achso, Inventar können wir eventuell nochmal eben verbessern. Da ist was ausrüsten. Nehmen wir das. Oh, sogar doppelt. Sehr schön. Das ist alles nur, weil ich eben dieses eine nicht beschworen habe. Ich würde zwar ganz gerne beschwören, aber ich wusste, dass ich dann wieder keine... keine Ressourcen haben werde. So, okay. Das Problem ist jetzt nur, aus dieser Höhle komme ich jetzt... Achso, doch, komme ich doch raus, weil die kann jetzt beide Seiten kaputt machen. Ah, okay. Okay. Dann machen wir das auch noch kaputt, damit wir den Weg frei haben. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich eben den Weg frei hatte, jetzt aber nicht mehr. Wenn ich jetzt hier unten rumgehe, nehme ich mal an, dass ich jetzt auf den gleichen Pfad auskomme wie oben rum. Also hier rum müssen wir auf jeden Fall weiter. Ich habe hinten schon ein Haus gesehen gerade. Wir gehen aber hier oben nochmal eben rum. So. Ich muss mal eben ganz kurz. So. Ja, nehme es doch auf. Komm. So, die nehmen wir auch. Okay, da hinten. Aber von hier oben kommen wir auf jeden Fall nicht runter. Aber ist nicht schlimm. Wie war das jetzt? Die Dinger konnte man nicht anschießen, ne? Ist aber nicht schlimm, weil so haben wir immerhin noch ein paar Sachen hier oben gefunden, die wir dann direkt mitnehmen können. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was uns dann in dem Gebiet hinten erwarten wird. Aber wie ihr das vielleicht schon ahnen könnt, werde ich... Kann man da auch rumgehen? Kommen wir ins Gleiche aus, ne?
Nee, das ist doch das, wo wir hergekommen sind. Ja, ja, klar, das ist das, wo wir hergekommen sind. Ach, ich bin ja auch gerade ein bisschen völlig orientierungslos. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wie ihr es wahrscheinlich schon erahnen könnt an meiner Stimme. Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr drüber? Hallo? Spring doch einfach. So alt bist du doch nicht. Du schaffst es noch, darüber zu hüpfen. Werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir da durchgehen. Ich bin mir nicht sicher, was uns drüben erwartet. Da ist jetzt ein scheinbar leeres Haus. Aber ich denke, hier ist ein ganz guter Cut. Hier ist ein Lagerfeuer und wir haben jetzt hier alles in der Umgebung eingesammelt. Und ja, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen dann in der nächsten Folge, was uns auf der anderen Seite erwartet. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.